Schönen guten Tag. Willkommen zu unserem Webinar heute zum Thema Italien, Spanien und Co. Droht die nächste Euro-Krise? Heute mit uns dabei Stefan Rissel und Giles Keating. Ich schalte die beiden gerade dazu. Und ich darf gleich ankündigen, wir sind heute etwas mobiler unterwegs als sonst. Giles Keating ist in Wales unterwegs und Sie sehen das schon an seinem Hintergrund. Und Stefan Risse heute auch in einem bibliothekarischen Setup. Also hier für Sie noch einmal unsere Teilnehmer. Ich begrüße Stefan Risse. Herzlich willkommen. Hallo Felix, grüß Sie. Und Giles Keating in Wales eben heute und die Sonne scheint im Hintergrund. Hello Giles, say hello to everyone. Hallo Felix, good day to everybody. So, wie ich schon gesagt habe, unser Thema ist heute Spanien und Italien, droht die nächste Euro-Krise. Wir sind heute in einem Webinar beisammen. Ich sehe auch zahlreiche Teilnehmer, freut mich, dass Sie sich alle heute so zahlreich eingewählt haben. In einem Webinar für diejenigen von Ihnen, für die es neu ist, Sie haben hier unten am Bildschirm eine Leiste mit einigen Zeichen und eines davon sagt F&A, steht darunter, das steht für Fragen und Antworten. Wenn Sie dort klicken, können Sie uns Fragen stellen. Das Schöne an dem Webinar ist auch, dass man es interaktiv gestalten kann und das wollen wir gleich einmal zum Anfang mit Ihnen machen. Nämlich angesichts unseres Titels heute mit der Frage, machen Sie sich Sorgen über die Zukunft der Europäischen Union? Jetzt können Sie klicken. Nein, das Thema Italien wird sich schnell wieder beruhigen. Oder ja, denn Italien ist nur eins von vielen Risiken, die die Gemeinschaft aktuell belasten. Ich sehe die Votes gerade hereinkommen. Lassen wir das gerade noch einmal hereinkommen. Und dann schauen wir uns gemeinsam das Ergebnis an. Und dann wäre tatsächlich meine Frage schon, was sagen denn unsere beiden Experten dazu, Giles Keating und Stefan Risse, wie sehen Sie die aktuelle Situation? Okay, jetzt sind, glaube ich, 81% von Ihnen haben abgestimmt. Schauen wir mal das Ergebnis an. 72% von Ihnen sagen, ja, die Europäische Union. Giles, 72% of our viewers say yes, they are really worried about the European Union. So, here's a question to you, Giles and Stefan. Also ich werde die, wir machen das auf Englisch oder auf Deutsch. Ich werde die Fragen auf Giles, für Giles auf Englisch stellen und Ihnen dann die Antwort in Kürze übersetzen. Okay, so. Giles, Stefan, wie seht ihr das mit der Euro-Krise? Was ist aus eurer Sicht, was kommt aus eurer Sicht auf uns zu? Wie ernst ist das Ganze? Yeah, look, I mean, I think from my point of view, there are really two layers of worry about Italy. One of those was really deep one about is the new Italian government wanting to leave the euro? And, you know, there was quite significant talk of that earlier on, as well as talk about so-called mini bots, which were a kind of parallel currency almost that Italy would have issued really quite soon. Now, I think those two worries have really been taken away. The new Italian finance minister clearly has said that there is no question Italy is staying in the euro and he rejects any other talk. And he's also really played down the issuance of these funny sort of mini bots. So that's all good stuff. But, and here you can see the problem on this chart, at the same time, the new Italian government is still talking about big fiscal expansion. They're talking about a flat tax, which I have to say I rather like, but it has a big fiscal cost. And they're talking about some form of universal basic income, so an increase in benefits, which I have to say I think has got a lot of problems, but anyway, certainly very costly as well. And they're also talking about trying to take infrastructure spending out of the definitions that are used
for limiting budget deficits. So net net, I think the worry here is less about Italy leaving the euro. It's much more about, is this just going to be a big fiscal expansion with all the problems of instability that could bring? Okay, then let me translate this. Guys, in kurzer zusammengefasst, und Sie sehen es auch auf den Chart, den wir Ihnen zeigen, das große Problem von Italien. Natürlich die Staatsverschuldung, wie Giles gerade gesagt hat, er sieht, dass er da drin wird Italien den Euro verlassen, sondern eher dahingehend werden wir hier ein sehr großes Ausgaben der italienischen Regierung sehen. Viele Sachen sind angekündigt im Sinne von Ausgaben, auch im Sinne von einer Flat Tax, von der Giles sagt, findet er gar nicht so schlecht, die Grundidee. Aber das wird natürlich netto erst einmal etwas kosten. Und das sind die Probleme, die wir hier sehen, angesichts der extrem hohen Staatsverschuldung, die Italien eben heute schon hat. Stefan Risse, Also erstmal bewerte ich die Tonqualität des Webinars. Ich habe einen Vorschlag, wenn Giles nicht spricht, ihn auf Stumm zu stellen, weil man sehr stark die Windgeräusche entdeckt. Ja, das machen wir schon mal. Schon getan. Super. Und dann geht es jetzt ums Inhaltliche. Also, Giles Keating hat es eben angesprochen. Man hat ja diese erste Regierungsbildung nicht vorgenommen. Der Mattarella, der Staatspräsident, hat es ja abgelehnt, weil der Wirtschaftsminister ein extrem eurokritischer Mensch war, der eben aus der Eurozone raus wollte. Das heißt, dieses ganz akute Problem, da hat Giles recht, ist gelöst. Aber er sagt eben auch, die Verschuldung wird steigen in Italien. Und eins ist ja klar, diese Regierungen sind angetreten, um die bekannten Regierungen und Parteien abzulösen. Und sie haben ihren Wählern Versprechen gemacht, die 5 Sterne auf der einen Seite mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und die anderen mit dieser Flat Tax von 15% und 20%. So, und das wird die Verschuldung massiv erhöhen. Daraufhin wird meiner Ansicht nach die EU, Brüssel reagieren mit einem No und sagen, das könnt ihr so nicht machen. Wir haben gewisse Regularien hier. Ihr seid sowieso schon weit über den Verschuldungslimits, die wir eingeführt haben. Wir zeigen euch die rote Karte und es gibt entsprechende Strafzahlungen. Und dann, glaube ich, wird aber genau die Diskussion wieder zurückkehren, schert Italien aus dem Euro aus, weil das ist dann die einzige Möglichkeit, die sie haben, aus dem Euro rauszugehen, um dann diese Politik zu machen, diese Politik der Geldvermehrung, der Verschuldungs der Schuldenaufnahme dann wieder in italienischen Lira und dann bekommen wir die Eurokrise. Ganz kurz noch, ich habe mich sowieso gewundert, wie lange die Märkte die Entwicklung in Italien kalt gelassen hat und selbst wie lässig man immer noch damit umgeht, denn jetzt ist diese Regierung tatsächlich gewählt. Wenn wir das mal zurückverlagern ins Jahr 2011 beispielsweise oder auch ins Jahr 2015, wo es um Griechenland ging, da sind die Märkte viel sensibler gewesen, obwohl Italien 10-mal so groß ist wie Griechenland. Griechenland könnten wir immer schultern aus der Portokasse. Deutschland alleine. Italien ist ein deutlich größerer Brocken. Und ich glaube, das Thema wird noch Börsenrelevanz bekommen, wenn klar wird, so einfach wird das alles nicht. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und den zweiten Aspekt, den man anschauen muss, Sie haben ja gesehen, Italien auf dieser Grafik ist ein großer Balken. Und dann gibt es eine andere Grafik, die zeige ich Ihnen jetzt. Da ist Italien der kleine Balken. Aber das ist auch nicht gut, Stefan Risse. Nee, überhaupt nicht. Denn eines sieht man ja, Italien hat die größte Verschuldung, aber das geringste Wachstum. Und Schulden werde ich nur dann wieder los, wenn ich stärker wachse. Oder möglicherweise durch Inflation. Aber mehr Inflation in Italien bedeutet dann ja wieder Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Eine Thematik, auf die wir gleich noch kommen, denke ich. Ja. Und ich hole den Giles jetzt nochmal dazu. Giles, so we can hear you again. We are now looking at the economic growth chart in which Italy has unfortunately by far the lowest bar compared to. Yeah, no, here. And by the way, Felix, can you just check my picture's looking okay here? Very good, yes, very good. Yeah, no, so just to be clear, this is really the other half of the Italian problem. They never mind, as it were, worries about the fiscal policies of the government. Look at this poor growth record that we've had over the last 5 years. And, you know, this is miserable. And of course, it's miserable for people, the people in Italy. It's also miserable for trying to deal with your fiscal deficit, because really, ultimately, the best way to deal with debt and deficits is to have good, strong growth, which then, of course, brings those
those problems down relative to income. Now, previous governments have just failed to really do anything to sort out Italian competitiveness, to really revitalize the economy. And here, I have to say, I feel a bit sympathetic to the new government coming in Italy, because I do think this idea of a flat tax, they're talking about 15% flat corporation tax for companies, 15% flat for many individuals, and then with one higher rate at 20% for people with higher incomes. I have to say, I think those kind of very low, very simple tax rates are a very good way of revitalizing any economy. The trouble is they're kind of now being a bit vague about when it might come in, and there would be a big fiscal cost. But come on, previous governments have just failed to do anything. So I think this actually could give a bit of a chance to really help the economy here. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also Charles sagt natürlich eben ja, also erstens mal ist dieses geringe Wachstum, das wir hier in Italien sehen, natürlich für die Menschen in Italien erstmal traurig und lässt sie wirklich miserabel fühlen. Auf der anderen Seite ist es natürlich genau das, wie kann man denn eigentlich einen großen Schuldenberg bekämpfen, indem man gutes Wachstum hat. Und das hatte halt Italien seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr, ein verlorenes Jahrzehnt in der Tat. Und auf der anderen Seite, und das ist die Kehrseite der Medaille, ist es so, dass Giles hat gerade eben nochmal wiederholt, dass ihm die Idee dieser Flat Tax eigentlich sehr gut gefällt, weil das ein hervorragendes Mittel wäre, um Wachstum nach Italien zu bringen. Und jetzt ist eben das Problem, Italien steht halt einfach in der Ecke aufgrund dieses riesigen Schuldenbergs, den sie haben. Und die Flat Tax wird zunächst am Anfang natürlich erst einmal Geld kosten, typischerweise, bis das Wachstum dann greift. Und das ist das Problem, den wir haben. Also er ist durchaus, Giles ist durchaus zugewandt der Idee, eine Flat Tax zu machen. Immerhin ist eine Regierung hier, die sich mal wagt, etwas Neues anzugreifen. Und das ist ganz interessant, wird es werden, wie sich das ausspielt. Und es gibt noch eine zweite, Stefan, willst du gerne? Ja, nee, mal weiter. Wortmeldung geht halt in diese Richtung, dass das Hauptproblem von Italien meiner Ansicht nach nicht das Wachstum ist. Das ist natürlich ihr Problem, was resultiert aus einer Tatsache, nämlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit nicht gegeben ist in Italien. Und wenn man dann so will, Felix, geht eigentlich alles zurück auf Gott habe ihn selig, der Kanzler der Einheit bin ich, Helmut Kohl, der in den Verhandlungen zur Wiedervereinigung Deutschlands, François Mitterrand, das soll wohl so gewesen sein, das ist wohl ziemlich klar übermittelt, versprochen hat, für die Zustimmung der Wiedervereinigung gibt es die gemeinsame europäische Währung. Und die ist einfach viel zu früh gekommen. Die Länder waren, vor allem was die Inflationsraten betraf und auch die Inflationsmentalität betraf, überhaupt noch nicht homogen genug. Und Länder wie Spanien, wie Italien, wie Griechenland sind da rein. Dann haben die diese extrem tiefen Zinsen bekommen und hatten am Anfang, das sehen wir, glaube ich, auf der nächsten Grafik jetzt, hatten am Anfang eben hier am Beispiel von Italien, wenn man das sieht, hier Euro-Einführung, viel höhere Inflationsraten über die ganzen Jahre, über die ersten Jahre des Euros. Und da haben die einfach an Wettbewerbsfähigkeit verloren, weil deren Löhne schneller gestiegen sind und die Kosten generell gestiegen sind. Und man sieht das jetzt sehr schön auf der nächsten Grafik, wie die Zinsen sich entwickelt haben. Nachdem die ja immer viel höhere Zinsen hatten, sind sie dann nach Euro-Einführung ja fast gleich gewesen, bis dann die Euro-Krise begann zu greifen. So, und diese tiefen Zinsen haben halt dazu geführt, ja, dass die Leute sich verschuldet haben, dadurch ist die Inflation eben stärker gestiegen. Und wenn wir jetzt so eine Steuerreform machen in Italien, dann führt das nur dazu, dass die Nachfrage erstmal gepusht wird, die Inflationsrate wird wieder stärker sein als in Deutschland. Und das Mittel der Abwertung, ja, der Währung, der eigenen Währung, um Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen zu können, so wie es früher war. Die Lira ist ja immer wieder abgewertet worden im europäischen Währungssystem gegenüber der D-Mark. Diese Möglichkeit existiert eben nicht mehr. Und das ist das Kernproblem, warum ich glaube, dass so eine Steuerreform im Grunde es nicht wirklich bringt, sondern möglicherweise einen Push bringt kurzfristig, längerfristig die Wettbewerbsfähigkeit Italiens aber nochmals sinkt. Und daran muss man arbeiten und das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Ja, und das ist natürlich auch das. Bei der Inflationsrate hat es natürlich auch noch einen anderen Aspekt. Die Italiener waren ja relativ hohe Inflationsraten gewöhnt und die sind auch wunderbar natürlich für den Schuldner. Da schmilzt der Schuldenberg automatisch. Aber auch dieses Mittel ist halt nun mal mit der Politik der EZB genommen. Und deshalb ist natürlich Italien wirklich in einer schwierigen Situation. Fragen wir nochmal den Giles.
So, Giles, Stefan just said that he believes that it's going to be very difficult for Italy to actually introduce a flat tax because they will be having huge difficulties in terms of and the markets rates, and also because of the low inflation rate. Look, I certainly understand it won't be an easy road. And to my concern, I've seen the new Italian government backtracking about the timing of that flat tax, which I really think is a big pity, because as I say, I think something radical is needed to help the Italian economy here. Now, as for the markets, obviously we had this horrendous week a couple of weeks ago when, as we see in the chart, the Italian government bonds just shot up in terms of yield while German went down. I think it is worth realizing, though, that a significant part of that was hedge funds playing funny games. And my old sparring partner from previous days at Credit Suisse, Alan Howard, this is completely public information, it's been published, his hedge fund announced that they had made very large profits by going short of the Italian government bonds, just going into this political crisis. And they were going short of those bonds just at a point when a lot of other hedge funds were still very long of those bonds. And so, as I say, it's all public information. Alan Howard's fund effectively was profiting while many of those other hedge funds who were wrongly positioned lost a lot of money. And I think the reason why you had such an enormous movement was less to do with any kind of genuine reflection of fundamentals and much more because a lot of the other hedge funds were caught on the wrong side of that equation. They were forced to close out their long positions on Italian government bonds. And that caused a greatly exaggerated movement. And of course, once they'd done that, then we've seen those bond yields coming back down again, not all the way, and it's difficult to see it in the chart here, but they have come down quite a long way from those extreme positions they got to. So net, bottom line, yes, the market will obviously act here as a little bit of a control on how far they can go, as will the ECB and the other Europeans. But on the other hand, the scale of those movements we saw was greatly exaggerated, and I think went way beyond any kind of fundamental issues here. Okay, ich muss jetzt nochmal, Giles ist nochmal näher eingegangen auf die Entwicklung der italienischen Staatsanleihen, insbesondere in den letzten wenigen Tagen, also wenn wir uns das hier anschauen. Und die sind nach oben geschossen. In der Tat muss uns das Sorgen machen, müssen wir uns Sorgen machen, dass das wieder auf ein Niveau von 2012 zurückgeht und die italienische Regierung so arg in die Zange nimmt. Giles' Meinung ist, nein, das war hier auch Spiele in seinen Worten der Hedgefonds, auch viele Hedgefonds, die einfach auf der falschen Seite positioniert waren, hier ihre Short-Positionen auflösen mussten. Und deshalb inzwischen, man sieht es in dem Chart nicht, inzwischen ist es schon mal deutlich runtergegangen. Also Giles' Erwartung ist, dass das eigentlich sich relativ in Grenzen halten sollte und jetzt nicht der Anfang eines riesigen Anstiegs ist. Jetzt gucken wir mal auf unsere nächste Folie, weil im Zusammenhang dieser Diskussion redet man ja auch immer über die Target 2 Salden. Stefan Rissel, was hat es denn damit auf sich? Darüber redet vor allem einer, der in München tätig ist, im IFO-Institut tätig war. Ich weiß ja aber noch. Und Hans-Werner Sinn heißt. Und aussieht wie Captain Arp, aber das ist auch völlig egal. Der redet über diese Target 2 Salden schon seit langem und sagt, das ist ein ganz großes Problem. Das ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Das ist halt in dem Moment, wo in Europa eine Zahlung fliegt, beispielsweise von einem italienischen Unternehmen an ein deutsches Exportunternehmen, entstehen Salden, und zwar von der italienischen Zentralbank zur Bundesbank. Wenn man das jetzt so hochrechnet, dann sind eben die Zentralbanken der Peripherie, der Südländer, massiv
verschuldet quasi bei der Bundesbank, haben riesige Außenstände bei der Bundesbank. Und er warnt eben, dass das für immer verloren ist, vor allem wenn der Euro auseinanderbricht. Und was sollen wir dann tun? Marcel Pratscher vom DIW hält das für kompletten Unsinn. Und ich halte das, was Hans-Werner Sinn da erzählt, ebenfalls für Unsinn. Was er nicht verstanden hat, der Hans-Werner Sinn, und da gibt es viele Menschen da draußen, dass Notenbanken omnipotent sind. Notenbanken können Geld drucken. Die glauben immer noch, so eine Notenbank könnte auch pleite gehen und man muss das betrachten wie ein normales Unternehmen. Nein, muss man nicht. Denn es ist so, zwischen diese Verbindung, hier in dem Fall Bank of Italy oder Bank von Italien und Bundesbank, sitzt die EZB. Jetzt nehmen wir mal an, Italien würde tatsächlich aus der Währungsunion ausscheiden. Sie führen eine eigene Währung ein. Die Währung wird stark abgewertet. Dann wird Italien diese Tage zwei Seiten natürlich nicht mehr ausgleichen. Aber die tatsächliche juristische Forderung besteht von der Bundesbank an die EZB und die EZB wird es einfach abschreiben. Und sie schreibt es ab und das ist für Privatunternehmen da ganz blöd, wenn das Geld weg ist, aber nicht für eine europäische Zentralbank, die schöpft das Geld dann einfach neu. Punkt. Worüber man sich Gedanken macht, ist, was ist mit den Staatsanleihen, die Italien ausgegeben hat. Können Sie die noch bedienen, wenn Sie abgewertete Lira haben? Aber davon liegt ja auch die Mehrheit mittlerweile bei der Europäischen Zentralbank und die kann sie eben auch abschreiben. Und ich glaube, wenn eben es zu dem Szenario kommt, die italienische neue Regierung fängt an, wirklich massiv sich verschulden zu wollen und diese Minibonds einzuführen und es gibt die Diskussion mit Brüssel und die sagen, dann gehen wir aus dem Euro raus, dann werden die Renditen der italienischen Staatsanleihen schon nochmal nach oben schießen. Und dann gibt es diesen Kampf EZB, gegen die Spekulanten. Die EZB kann natürlich dann weiter Bonds aufkaufen, vor allem solange ein Italiener Mario Draghi da an der Spitze sitzt. Wenn wir dann aber möglicherweise Jens Weidmann, ja, den heutigen Bundesbankchef, der ja im Gespräch ist als Kandidat, Deutschland als größtes Land hat noch nie den EZB-Präsidenten gestellt, wenn der dann im Amt ist, na, der wird nicht jetzt pointiert italienische Staatsanleihen kaufen. Also das wird eine sehr, sehr spannende Zeit werden und ich glaube, es wird ein bisschen rumpeln an den Aktienmärkten. Am Ende wird es, glaube ich, ausgehen, wie die Griechenland-Krise, wie die Euro-Krise insgesamt. Am Ende wird irgendwie die Europäische Zentralbank alles retten, aber zwischendrin wird es wilde Stürme geben, um das nochmal so die Klammer zuzumachen, worum es da möglicherweise dann in den kommenden Monaten und ein, zwei Jahren geht. Ja, wunderbar. Vielen Dank dafür. Und dann ist ja die Frage, was heißt das Ganze denn eigentlich für den Euro? Giles, we talked briefly about Target 2. And I think, but I've already switched to the next slide. What does all this mean for the euro? Yeah, I mean, just my very quick comment, by the way, on Target 2 is that that's what ultimately killed Greece, if you like, and what the Greek finance minister, Mr. Varoufakis, felt so very bad about, that ultimately there was a flight of money out of the Greek banks, and really that had to be stopped and had to be made good, and you know, that's illustrated by the deterioration in the Target 2 balances. But Italy is nowhere near that point yet, nowhere near. But okay, should it ever get bad, that's where it would happen. Now, what about Let me briefly translate, Giles, please. So Giles sagt auch nochmal ganz kurz zu den Target-2-Seiten. Diese Geldflüsse waren natürlich genau das Problem von Griechenland, insbesondere riesige Abflüsse aus den dortigen Banken, die dort das Bankensystem destabilisiert haben. Aber von Giles ganz klar die Aussage, Italien ist nicht in dieser Situation. Die Ausflüsse sind nicht so groß, dass sie die Banken derart bedrohen, wie es in Griechenland der Fall war. Und das war natürlich das Ende des griechischen Programms, was der damalige Finanzminister Varoufakis auch mehrfach nochmal deutlich gemacht hat. Aber Italien an dieser Stelle völlig anderes. Italien sehr, sehr viel größer und im Augenblick von diesen Ausflüssen nicht, auf keinen Fall in dieser Größe getroffen. So Giles, what does it tell us about the euro? Well, look, I think obviously, and you can see it from this chart, the decline in the euro from those peak levels of give or take 1.25 against the dollar, it had begun before the Italian political crisis, but it's clearly gone significantly further during that uncertainty about the government in Italy, although it's kind of recovered a little bit as we've got a clearer idea of what's going on there. My view on this is that clearly on a day-by-day basis, the politics can really damage the euro, but I actually think there are a lot of other drivers that are going on here that really account for what we've already seen in the euro. In particular, I personally think that around about 125, 124 against the dollar, I think the euro had gone just too far.
And I think one of the reasons we saw those distinctly weak growth numbers out of Germany and other Eurozone countries in Q1 were because the euro had just got too strong. And I actually think the European Central Bank clearly knew that. And I think they were just trying to gently kind of ease it back down a bit. So I think the euro went too far and it had to correct. And I think the Italian political crisis just kind of gave an extra nudge to that. Now, as we look forward from here, I actually think the bigger influences will be what happens in relative terms to monetary policy. You know, we're likely to see the Federal Reserve raising rates. I mean, in fact, today, I guess. And then we're likely to see the European Central Bank, again this week, probably beginning to signal a bit more definitely the end of quantitative easing. So both sides of the Atlantic, you've got monetary tightening. I personally think on balance, the Fed is just going to perhaps go that tiny bit faster relative to expectations. And I think that will actually help certainly to stop the euro going back up to those kind of elevated levels above 120. And I think on balance can probably bring the euro back down a little bit. And I actually think the Italian political crisis, although on a kind of day-by-day basis, it can be very important, but I think in the bigger picture, it's not anywhere near as relevant as those relative movements in monetary policy. And by the way, the other complete unknown here is the trade war that's getting worse, but that's another whole big topic. Okay, ganz kurze Meeting-Sätzen zusammengefasst. Giles sagt hier, dass das Nachlassen des Euro gegenüber dem Dollar, was wir seit Anfang des Jahres gesehen haben, aus seiner Sicht zu weit gegangen ist, das Ganze korrigiert tun. Er sieht das tatsächlich wieder bei 1,20 bis 1,25 einpendeln. Klarerweise hier nochmal ein Giles, if you can still hear me. We also did the investment committee on this development. Maybe you can say a word on this one, what we... Sorry, on what the Wettstein Investment Committee discussed. Yes. On this. Yes, no, I mean, I think our feeling on balance is very much as I've said, that the risk of the euro getting stronger again is pretty low. It's unlikely that it will get strong, or certainly not by more than a very narrow margin. But we actually think on balance that the risk is that it can weaken. And reflecting that, we have removed the hedges that we previously had on some of the dollar-based assets, which means that if we're right and the euro does indeed get a bit weaker from here, then that would have been a very good change to have made in the portfolios. And I think I should say we took advantage of this partial rebound in the euro that you can see on the screen, on the picture here. We took advantage of that as a good moment to remove that hedge. Better to do it after you've had that small recovery than when it was right down at that low of give or take 115. We did it at around about 117. Well, I can't remember exactly, 117 and a quarter, somewhere around there. Ja, also vielleicht auch nochmal zusammengefasst. In der letzten Wertstein, im letzten Wertsteinanlageausschuss haben wir in der Erwartung der weiteren Entwicklung des Euro gegenüber dem Dollar auch den Euro-Hedge, den wir auf einigen Positionen, insbesondere auf dem S&P 500 im Basisportfolio haben. Dass wir glauben, dass wir dort auch nochmal eine positive Entwicklung haben werden in der Rendite unserer Portfolien. Stefan Risse, noch etwas hinzuzufügen? Nein, ich wollte nur hinweisen, stumm zu schalten. Die Vögel klangen zwar wunderbar. Das klingt aber sehr idyllisch dort, aber trotzdem, es lenkt uns ein wenig von unserer Diskussion ab. Okay. Soweit zum Euro. Und was heißt das Ganze dann also für den DAX? Oder für die Aktienmärkte allgemein, jetzt hier in der Verkürzung nehmen wir mal den DAX. Ja, ich bin ja sehr, sehr lange sehr optimistisch gewesen für die Aktien. Die Menschen in Deutschland, die so ein bisschen mitverfolgen, was ich mache, wissen das. Ich hätte auch gedacht, die Aktien steigen zunächst einmal noch deutlich stärker vor dem Hintergrund der extrem geringen Renditen in Deutschland. Aber natürlich die amerikanische Rendite liegt schon wieder bei 3% zehnjährige Staatsanleihen. Wenn wir uns so ein bisschen die Liquidität angucken, M1, also die Geldmenge M1, dieses weite Geldmengenaggregat, expandiert in Amerika noch mit 4%. Das nominale Wirtschaftswachstum liegt auf gleichem Level. Das bedeutet, wir haben keine Überschussliquidität mehr für die Aktienmärkte. Dazu kommen die
bereits diskutierte Italien-Krise, die jetzt als Damoklesschwert schon irgendwo über uns hängt, je nachdem, was diese Regierung dann nun da anstellen wollen, oder diese eine Regierung, diese beiden sehr extremen populistischen Parteien. Und wir haben lange darüber gerätselt. Poltert Donald Trump nur? Droht er nur? Ist das alles nur Gerede oder macht er ernst? Und wir müssen nun feststellen, dass unsere und auch meine Hoffnung, dass es alles nicht so schlimm kommt, was Zölle und Handelspolitik betrifft, leider Gottes falsch waren und nicht in Erfüllung gehen. Denn Donald Trump macht jetzt ernst. Wir haben es auf dem G7-Gipfel gesehen, wo er dann das Kommuniqué oder die Unterzeichnung des Kommuniqués per Twitter dann wieder ablehnt und dann sagt, er denkt jetzt über die Autozölle nach. Das sind alles Themen, die die Börse momentan noch ausblendet. Ich glaube, es braucht einen gewissen Trigger und ein gewisses Kursniveau. Dann werden die Verlustbegrenzungen greifen und dann wird man in den Aktienmärkten, meine ich, zweiten Halbjahr spätestens eher ungemütlicher und wir gehen mal runter, warum der Wertsteinindex insgesamt schon länger nicht so hoch ist, aber meiner Ansicht nach berechtigterweise jetzt nicht so viel Optimismus mehr zeigt. Heißt ganz raus aus Aktien? Nee, wahrscheinlich nicht, weil welche Alternativen hat man am Ende? Bitcoin, der läuft auch nicht mehr so gut. Man muss schon in Aktien drin bleiben, glaube ich, aber ein bisschen die Quoten reduzieren, das wäre so das, was ich sagen würde und möglicherweise etwas defensivere Werte, das kann schon spannend sein. Und natürlich, ich weiß nicht, ob wir heute im Webinar auch wieder darüber reden, spezielle Zukunftsthemen, die werden natürlich am Markt immer gespielt und können dann trotzdem noch laufen, selbst wenn die Aktienbörse selber nach unten geht. Ja, dann fragen wir auch nochmal den Giles. Giles, what's your opinion about the development of the stock market before we switch over to the Wertstein Index? Yeah, look, in brief, clearly a weaker euro, all other things equal, does indeed help the DAX. European stock markets have therefore, in my view, got some potential to go up, although I overall feel reasonably cautious on stock markets, but the weaker euro would help, but not, of course, if it's kind of coming about as a result of a terrible crisis, nor if it's coming about as a result of trade wars. And I think this is now, it's something that markets are choosing to ignore. And yet we've had Trump making terrible threats and noises, and the situation on trade seems to get worse. And this, I think, could obviously hurt Germany quite substantially. So I think that is a risk factor, which is certainly for the next couple of months and maybe much longer going to hang over these markets. So I'm more cautious. I don't want to be deeply, deeply pessimistic, but I'm cautious here. Okay, ich übersetze gerade mal. Also Giles, was sagt Giles über die Entwicklung der Aktienmärkte? Er ist vorsichtig, aber nicht zutiefst pessimistisch immerhin, wenn man das überhaupt schon mal sagen kann. Zutiefst pessimistisch ist natürlich nichts, auf das man Blick nehmen möchte. Vorsichtig, warum? Auf der einen Seite können ein schwächerer Euro natürlich durchaus dem Aktienmarkt helfen, insbesondere in Deutschland, wo das natürlich die Exporte unterstützt. Aber dann, wenn der Euro deshalb schwach ist, weil eine große Krise des Euro kommt oder die Handelskriege oder ein Handelskrieg gibt mit den USA, dann kann er sich auch wieder nicht vorstellen, dass die deutschen Aktien getroffen werden. Auch deshalb, da sind Argumente dafür, dass es positive Entschuldigung, ich muss den, jetzt habe ich den Stefan Kiss ja auch stumm geschaltet, aus Versehen. Das wollte ich natürlich nicht. Entschuldigen Sie, also ich musste den Giles gerade nochmal auf stumm schalten. Also, in Balance, was Giles gerade gesagt hat, es gibt Argumente, weswegen man durchaus positiv auf die Aktienentwicklung blicken kann, aber auch Argumente, die Risiken beinhalten und daher aus seiner Sicht verhalten aber nicht pessimistisch. Jetzt kam eine Frage rein, ob man nochmal die Prognose von Giles zum Euro wiederholen könne. Okay, so Giles, Giles, we've got a question coming in here, and that is what your prognosis is in terms of the Euro price against the dollar. What is your expectation? Yeah, look, I think we will be below 1.15 as the year progresses. How far below? Look, I mean, it's obviously one can never be sure on these forecasts, but I would say certainly
2, 3%, or big figures, if you like, below 115, perfectly plausible. And I really think it's unlikely that we trade above 1.2 for any significant length of time. I think that's just too much. So very much a leaning to the downside here. Okay, ich fasse kurz zusammen. Charles sagt, in dem weiteren Jahresverlauf sieht er den Kurs eigentlich unter 1,15, vielleicht sogar 2-3% noch darunter in dem weiteren Jahresverlauf. Auf keinen Fall über 1,20. Das ist seine Erwartung für den Rest des Jahres. Okay, dann kommen wir noch mal zum Wertsteinindex. Was ist der Wertsteinindex? Der Wertsteinindex, wenn Sie auf unserer Website sind, können Sie sich ein Video dazu anschauen. Im Nachrichtenbereich haben wir vor einer Frage, glaube ich, den Index veröffentlicht. Und da ist er auf 3,8 Punkte gefallen. Und das heißt, wir haben hier Experten, die abstimmen darüber, was ist ihre Erwartung über die Aktienentwicklung an den globalen Aktienmärkten in den nächsten 3 Monaten von 1 extrem negativ bis 10 extrem positiv. Wir haben jetzt hier eine Darstellung gewählt, wo wir relativ stark reingezoomt sind. Also Sie sehen links die Achse, die Achse geht nur von 2 bis 6,5 und deshalb sehen Sie, dass das hier relativ zackig ist. Aber da sind wir doch im Vergleich der letzten 1,5 Jahre relativ negativ unterwegs. Jetzt nur noch bei 3,8. Und woran liegt das, Stefan Risse? Ja, wir haben die Risiken zusammengefasst. Italien ist jetzt dazugekommen und Giles war ja schon etwas länger vorsichtig, was die Märkte betrifft, Valerie sowieso. Ich bin ja bei der Abstimmung jetzt wieder dabei, nachdem ich ja zwischendrin mal eher so ein bisschen den moderierenden Part hatte in den, beim Wertscheinindex und gesagt habe, okay, als Moderator nehme ich Karl auf. Ich hätte die Monate eher wie Robert Halver vorher 7-8 genommen, aber die Tatsache, dass die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen gestiegen sind, dass die amerikanische Notenbank jetzt nicht mehr Staatsanleihen kauft, sondern im Gegenteil verkauft. Der Handelskrieg, die Italienkrise, nicht nur, dass die Märkte damit noch relativ locker umgehen. Es gibt natürlich rekordhohe Aktienrückkäufe in den USA, die sicherlich die Märkte noch stützen. Aber ich glaube, es wird eben schwieriger werden. Deswegen bin auch ich, glaube ich, dann runter auf eine 4 und könnte mir vorstellen, das Ganze dann, wenn das Momentum nach unten sich entwickelt, auch nach unten zu gehen. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist ja bei Wertsteinen so, dass dieser Index schon eine gewisse Maßgabe dafür ist, wie hoch so die Aktienquoten in den verschiedenen Strategien sind. Das muss man vielleicht nochmal, werden Sie vielleicht gleich nochmal erläutern, dass es auch bei einem 3,8er Index jetzt nicht so ist, dass 90% in Anleihen angelegt sind bei 0% Verzinsung, also Bundesanleihen, sondern oder 0,6% bei 10-Jährigen, sondern es trotzdem immer noch einen sehr ordentlichen Aktienanteil gibt, was ich auch befürworten würde, weil Prognosen sind sehr, sehr schwierig, hat Mark Twain gesagt, wenn sie auf die Zukunft beziehen und manchmal laufen Märkte aufgrund von Liquidität noch viel weiter nach oben und dann gar keine Aktien zu haben, ist schwierig, aber wenn man eben ein bisschen reduziert in einer so schwierigen Phase, dann gewinnt man trotzdem, wenn es noch weiterläuft, aber geht eben nicht so voll mit ins Tal, wenn man ein wenig Cash hält. Ja, vielen Dank. Und das ist auch eine perfekte Überleitung. Ich möchte Ihnen in ein paar Minuten jetzt etwas über Wertstein erzählen und unsere Vermögensverwaltung. Und dann möchten wir mit Charles Keating und Stefan Risse noch einmal über den einen oder anderen Zeitgeist sprechen. Was ist ein Zeitgeist? Das sind die Themeninvestments, die wir in Wertstein für Sie entwickeln und mit der Sie Ihre Vermögensverwaltung individualisieren können, maßschneidern können auf Ihre Bedürfnisse. Zu dem, was Stefan Risse gerade gesagt hat, ja, was heißt denn das, wenn hier der Wertsteinindex 3,8 ist, soll ich jetzt aus Aktien rausgehen? Nicht, halten Sie dabei in Erinnerung, dass diese Bewertung eine Aussage für die nächsten 3 Monate ist. Und wenn Sie langfristig investieren, ich glaube, da hat Stefan Risse recht, dann führt eigentlich nach wie vor der Weg an Aktien nicht vorbei. Denn was wollen Sie denn sonst machen? Zinsen bekommen Sie keine, die Anleihen sind auch schlecht. Also da werden Sie auf jeden Fall Rendite noch mehr aus den Aktien bekommen. Was ist der Witz bei Wertstein? Wir glauben, dass außergewöhnliche Renditen nur erzielbar sind heute an den Märkten, wenn man investiert in Trends, die die technologischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Umwälzungen unserer Zeit, also das, was in unserer Gesellschaft gerade passiert, abbilden oder beschreiben. Wenn man in diese Trends, die real sind, also wir reden dann hier nicht von nur der Finanzwirtschaft, sondern wenn man sich anguckt, was real in der Welt passiert, in der Wirtschaft, wie Leute ihre Lebensgewohnheiten verändern etc., dann kann man hier Renditechancen ergreifen, die im Portfolio
ganz viel Spaß machen können. Was ist also Wertstein? Wertstein ist ein digitaler Vermögensverwalter. Besonders ist bei uns, dass wir Ihnen die Möglichkeit geben, Renditechancen, wie eben beschrieben, zu nutzen. Und diese bilden wir in sogenannten Themeninvestments ab, die wir Zeitgeist nennen, wenn Sie dieses Wort dann gleich noch ein paar Mal hören werden. Digitaler Vermögensverwalter, was heißt das? Zunächst erstmal, was heißt eigentlich Vermögensverwalter? Viele Leute kennen den Begriff gar nicht so sehr, weil die klassische Vermögensverwaltung und vor allem die individuelle, über die wir hier reden, also eine, in der man eigene Vorgaben machen konnte, die angelegt werden soll, erst ab Anlagesummen typischerweise von 1 Million Euro aufwärts möglich war. Wir bieten das nun schon ab 20.000 Euro Anlagebetrag an. Und warum können wir das? Weil wir eben auf das digitale Medium setzen. Das ist die Vermögensverwaltung, ist nicht dasselbe wie ein Investmentfonds, sondern eben tatsächlich, Sie beauftragen Ihren Vermögensverwalter einen bestimmten Teil Ihres Vermögens in Ihrem Namen und in Ihrem Interesse natürlich auch für Sie anzulegen, entlang der Anlagerichtlinien, die Sie mit dem Vermögensverwalter ausmachen. Das ist das Besondere am Wertstein. Wenn Sie mit Wertstein Ihr Vermögen anlegen, dann investieren wir dieses zunächst einmal in das Basisportfolio. Und wir sagen hier, das ist unsere neutrale Anlage. Das heißt, wir investieren dieses global in die Aktienmärkte. Und Sie sehen gerade unten unsere aktuelle Allokation 50% in den USA, also in den S&P 500. Einfach in ETFs, günstige Anlagen, sodass Sie auf jeden Fall schon mal in den Aktienmärkten sind. Und je nachdem, welches Risiko Sie eingehen möchten, balancieren wir das aus entsprechend mit Anleihen, die wir ausschließlich in Euro halten. Was ist aber das Besondere am Wertstein? Eben diese Themeninvestments, die wir Zeitgeist nennen, aktuell 16 an der Zahl, von denen Sie, die Sie auswählen können. Und diese können Sie dann einfach Ihrem Portfolio hinzufügen, sagen, okay, Kampf gegen den Zucker zum Beispiel, warum ich das so gerne erwähne, werden Sie gleich sehen. Hätten Sie gerne mit, sagen wir, 5 oder 7 oder 10% in Ihrem Portfolio. Und dann werden wir das für Sie ausführen, wenn und nur wenn das zu dem Risiko passt, das Sie uns auch mitgegeben haben für Ihr aktuelles Portfolio. Also hier an dieser Stelle greift die Technologie ein und stellt sicher, dass das Risiko Ihres Portfolios dort bleibt, wo Sie es gerne hätten. Funktioniert das auch? Ja, das funktioniert auch. Die Wertstein Zeitgeists haben in den letzten 2 Jahren knapp 5 Prozentpunkte über den MSCI World performt, über alle Zeitgeists hinweg, muss man sagen. Und interessanterweise ist das auch so, wir haben Zeitgeists, die wir aus ETFs abbilden, die sind also dann sehr, sehr breit und näher am Gesamtmarkt, aber wir haben auch viel spitzere, wie ich das immer nenne, Themen, eben den Kampf gegen den Zucker oder die Reise ins All oder das Leben der Sport. Und die zeigen im Schnitt nochmal eine deutlich höhere Performance. Gehen Sie auf unsere Webseite, schauen Sie sich es an. Dort zeigen wir Ihnen auch immer die 12-Monats-Performance. Da können Sie sich mal angucken, wie das funktioniert. Jetzt kriegen wir eine Frage rein. Wird es bald einen neuen Zeitgeist geben? Wenn ja, können Sie schon etwas über die Thematik sagen? Wir haben gerade 2 Zeitgeists in der engeren Auswahl. Von denen können Sie vielleicht im nächsten Monat etwas hören. Also wir arbeiten gerade wieder daran. Wir haben im Augenblick 16 Zeitgeist. Wir versuchen nie mehr als 20 Themen für Sie zu haben, damit Sie auch den Überblick behalten. Also freuen Sie sich darauf. Wir arbeiten schon an 2 weiteren. Gut, dann gehe ich in den Folien weiter. Und das war schon auch unser Kurzüberblick hier. Zu einem Zeitgeist, über den wir ganz kurz sprechen wollen. Warum eigentlich über Fußball, Stefan Wissel? Irgendwie ist da jetzt ein Ereignis, was demnächst Tour de France. Stefan Wissel interessiert sich immer sehr für die Tour de France. Von Stefan Wissel habe ich gelernt, dass die Tour de France das größte jährliche Sportereignis ist. So ist es. Größer als alle anderen jährlich stattfinden. Die einzigen, die größer sind, sind die Fußball-WM und die Olympischen Spiele, finden aber bekanntermaßen nur alle 4 Jahre statt und gedopt wird nirgendwo. Das wissen wir auch, vor allem nicht in Russland. Aber so oder so, es wird sich viel in diesen Tagen über die Kommerzialisierung des Sports beschwert. Auch in der Heute-Show war das wieder Thema, dass es alles nur um Kommerz geht. Ich kenne die Diskussion über korrupte Fußballverbände etc. Aber ja, Kommerzialisierung heißt
welche verdienen an dem Kommerz? Und die Unternehmen, die man eben hier sieht, sind Profiteure von dem, was im Sport los ist. Das kann man moralisch so und so bewerten. Aber wer eben sich das nicht nur anschaut, sondern eben auch investiert hat in Adidas beispielsweise in den letzten Jahren, der hat natürlich riesige Profite gemacht. Und deswegen ist das ein Zeitgeist, der natürlich sehr aktuell ist. Und es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass eben gerade im Vorfeld oder auch während einer solchen WM, wenn die Einschaltquoten hoch sind, die Aktien solcher Unternehmen ganz gut laufen können, ohne dass ich hier eine einzelne Bewertung der Aktien abgeben will. Das macht dann eher, glaube ich, Giles Keating, diejenigen, die eben noch den Zeitgeist dann eben zusammenstellen. Aber meiner Ansicht nach ein spannendes Thema, was auch über, ich sag mal, Sport-Entertainment hinausgeht, sondern wir reden ja bei Adidas nicht nur über eine Firma, die andere ausstattet, sondern die eben A, in der Modewelt getragen wird, aber eben auch im Sport, im Jedermann-Bereich, im Breitensport getragen wird. Und die Tendenz zu gesünderem Leben, zu mehr Sport, die gibt es eben auch. Also man profitiert hier von beiden Seiten, bei solchen Unternehmen zumindest wie Adidas oder Nike beispielsweise. Also schon sehr, sehr spannend. Vielleicht dazu noch ein letztes Wort, weil wir über Zeitgeist und Zukunftsthemen geredet haben. Wir hatten es ja ganz kurz. Ich war ja auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway in Omaha. Und eines ist da eben auch klar geworden. Ja, die Geschäftsmodelle, in die Warren Buffett in den früheren Jahren investiert hat, die lösen sich in Teilen einfach komplett auf. Und es gibt neue zukünftige Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmodelle. Und der Zyklus, wann der eine den anderen ablöst, wird eben auch immer schneller. Deswegen glaube ich, wer eine Geldanlage Erfolg haben will, der kann eben nicht nur auf alte, ich sag mal, Traditionswerte setzen. Der muss eine Idee dafür haben, was sind die Trends von morgen. Und das spürt man eben mit dem Zeitgeist ganz gut auf, glaube ich. Okay, I'm trying to speed up a little bit, but Giles, maybe you're, wait a sec, I'm switching you on. Giles, what's your opinion? Why don't we move on to space travel, move on to the next one, I think, Felix, because Stefan's already had a good talk about this. Okay, yeah. Okay. Von Stefan Lisse haben Sie schon was zu Sport gehört. Giles Keating wird Ihnen etwas zu Reise ins All, Space Technology erzählen. Giles. Yeah, so we've had a lot. I mean, you can see it's been a bit up and down here, but the trend is very clearly up. And we've actually had some very interesting developments over the last couple of weeks here. We saw actually what might be seen as bad news, which was the ending of the monopoly that had benefited one of our companies here on marine signaling via satellite. But actually, and I think this shows the benefit of having a portfolio. Of course, the companies that were able to come into the market, they actually went up by more than the negative effect from removing that monopoly. And I think that's very, very pleasing. And then we've now moved to a takeover situation, or at least a potential takeover situation, where one of our zeitgeists here, one of our companies in our zeitgeist, does look as though it's now going to be taken over, or at least a very, very serious bid. And again, that's obviously pushing the prices up steeply. And so I think a lot of action here, and really, if you like, demonstrating how the whole zeitgeist concept works. On the one hand, you need focus. You know, Warren Buffett was always going on about that. You mustn't be too broadly spread. But on the other hand, you don't want so much focus that you're really just concentrating on one company where it can go wrong, but rather you're focused on a theme. And if you get the theme right, then you move overall in the right direction. And that's I think, what we're seeing here. Okay, ich übersetze gerade, was Giles hier gesagt hat. Wir haben in dem Zeitgeist Reise ins All, Weltraumtechnologie-Aktien, ganz interessante Entwicklungen gesehen in letzter Zeit. Ein Unternehmen, das extrem angestiegen ist, weil es angefangen hat, von einer Monopolsituation zu profitieren. Ein anderes Unternehmen, von dem es jetzt Gerüchte gibt, dass es übernommen wird. Überhaupt sehen wir relativ viel in unserem Zeitgeist, dass es dort M&A-Aktivitäten gibt, was uns dann immer sagt, aha, da haben wir wohl etwas Richtiges erwischt, weil immer dann, wenn es ein Thema gibt, in dem sich Unternehmen sozusagen von einem Trend gemeinsam nach oben getragen werden, dann gibt es eben dort auch M&A-Aktivitäten, Übernahmen etc. Und die sind dann auch wieder sehr, sehr spannend für die Kursentwicklung. Insgesamt sagt Giles auch nochmal, das ist vielleicht einfach nochmal ein allgemeinerer Punkt, den wir hier schön bringen können, dass man an diesem Zeitgeist sehr, sehr schön sieht, was eigentlich die generelle Idee ist hinter einem Zeitgeist, nämlich auf der einen Seite, wie Warren Buffett auch sagt,
man braucht auf der einen Seite Fokus, nämlich man muss genau wissen, was man will in dem Markt. Auf der anderen Seite sollte man nicht nur auf ein Unternehmen setzen, weil dann kann man auch auf das Falsche gesetzt haben. Man weiß nicht ganz genau und man kann es nicht wissen, wie sich die einzelnen Unternehmen entwickeln. Deshalb den Fokus etwas aufmachen auf einen breiteren Markt, und das ist das, was wir mit dem Zeitgeist tun. Und hier haben wir immer 10 bis 20 Unternehmen in einem Zeitgeist drin, die generell von einem Trend profitieren können. Wir haben eine interessante Frage reinbekommen, die ich gerade mal stellen möchte. Giles, here's a question coming in that has nothing to do with space, but it has to do with Iran. And the question is, what do you think about securities regarding Iran, specifically, for example, their oil business, etc.? Is that something to touch? So, I mean, is the questioner really asking if we should invest in companies that would be related to either defending Iran or attacks on Iran? Is it a question about defense stocks? Not so much about defense stocks, really about Iranian companies. And I really wonder where you can actually trade them. I think there is, with sanctions and embargoes, it's actually very difficult to find Iranian companies to invest in the stock market, right? Yes, I mean, I must confess, although I think we try to be open to all opportunities, but this is not an area that we've actually looked at. And, you know, the reason, I think, Felix, is, as you say, that although a lot of the trade sanctions were removed, even before Mr. Trump withdrew American support for the current deal, even dating back to Mr. Obama and his agreement to remove some of the trade sanctions, financial sanctions have remained in place. And so it really has been very difficult to trade with Iran, I mean, to trade Iranian stocks. Now, I mean, one could try looking at an indirect play, and I think that's one of the things we in Wertstein try and do quite a lot. And I mean, for example, with that space zeitgeist, you can't buy Elon Musk's company, SpaceX, because it's not quoted, but we've got a lot of companies that do business with it. And of course, one could consider something similar with Iran. We could put together some kind of zeitgeist based around companies that one way or the other would benefit if the situation were to, as it were, improve in respect of relations with Iran. But in theory, we could do it, but it's not something that we're planning at the moment, because while I think I understand the spirit of the question, which is that there's a lot of negativity, and often it's good to have a contrarian play and say that, look, in fact, the negativity may go away and things may improve. I mean, I think that's a very reasonable point of view, but I actually think it's obviously quite a high risk strategy, and probably not one at this stage that we feel has got sufficient risk reward balance for us to want to jump into. Okay, also in ganzer Kürze, schicke ich voraus, das ist das, was ich an unseren Webinaren so schön finde, dass wir auch solche Fragen bekommen, die uns auch dann tatsächlich zum Nachdenken bringen. Warum haben wir uns eigentlich den Namen noch nicht angeschaut? Also die erste Antwort ist, wir wissen gar nicht, wie viele Unternehmen es tatsächlich gibt, in die man dort investieren kann. Die Handelssanktionen sind zwar im großen Teil aufgehoben, aber eben die Finanzsanktionen noch nicht. Deshalb ganz interessante Frage. Man kann natürlich das Thema aber dann auch indirekt angehen, also gar nicht mit iranischen Aktien, sondern muss sich fragen, welche Aktien werden denn eigentlich profitieren davon, wenn es hier zu einer weiteren Öffnung kommt und die Wirtschaft in Iran weiter wächst. Das ist etwas, was wir bei Wertstein sehr, sehr viel tun. Und der Zeitgeist, den wir hier auf dem Bildschirm haben, ist genau ein Beispiel davon, weil die zugrunde liegenden Unternehmen hier, insbesondere zum Beispiel SpaceX von Elon Musk, in die kann man eben nicht investieren, typischerweise, weil wir nur in Unternehmen investieren, die an der Börse gelistet sind. Aber drumherum gibt es eben ein Ökosystem von Firmen, die davon auch profitieren werden. Also ich bedanke mich für den Hinweis an dieser Stelle. Das ist etwas, was wir uns tatsächlich einmal ansehen werden. Sehr, sehr spannend. Iran, vielleicht kommen wir da demnächst mal mit einer Idee auf Sie zu. Der letzte Zeitgeist, über den Sie, wir haben hier die falsche Überschrift eingeblendet, ganz interessant, hier sollte stehen, der Zeitgeist, Richtungswechsel, Zinswende. Und hier vielleicht auch nochmal ein, zwei Worte von Giles Keating, was ist eigentlich mit diesem Zeitgeist auf sich hat. Giles, Zeitgeist, interest rates, rising rates.
Yes, I mean, this one, Felix, has been a disappointment. Obviously, you can see it's actually slightly down. Not big numbers. I mean, 1%, just over 1%. But I think we still believe in this. In other words, we think the trend in interest rates is still upwards. And this zeitgeist will perform when German bond yields go up. Then this zeitgeist will show good positive performance. And the reason it's been a bit negative in the last month or so is because of the Italian crisis that we talked about at the beginning, which caused, although it caused Italian yields to go up, it caused German yields to go down. But we feel that that is a temporary blip, if you like, and that the bigger picture is the trend in interest rates is still upwards. And so we think this is actually a nice moment to be getting exposure here to the risk of higher German interest rates. And that's exactly, this zeitgeist does this in a positive way. German yields go up, this zeitgeist will go up. Ja, also vielleicht hier nochmal ganz kurz dazu. Die Entwicklung von dem Zeitgeist war in der Tat natürlich ein bisschen enttäuschend in den letzten Wochen oder Monaten und vor allem auch Wochen. Woran liegt das? Erstens, wir haben die steigenden Zinsen noch nicht gesehen, auf die dieser Zeitgeist setzt. Und in den letzten Wochen, wie eben gerade vorhin auch beim Thema Italien schon angesprochen, gerade mit der Entwicklung der italienischen Staatsanleihen, da sind dann die deutschen Staatsanleihen gestiegen und das führte eben dazu, dass hier dieser Zeitgeist nochmal gefallen ist. Jetzt machen wir, bevor wir dann nochmal zum Abschluss kommen, jetzt haben Sie sich diese Sachen ansehen können, in welchen, oder die drei Zeitgeist, über die wir gesprochen haben. Meine Frage wäre ganz kurz nochmal an Sie, welchen Zeitgeist dieser drei würden Sie investieren? Mehr als Fußballaktien, Weltbankentechnologieaktien oder Zinswende? Und geben Sie uns doch Ihre Brot. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen. Im Angesicht der Zeit würde ich heute etwas weniger über den Anlageprozess bei Wertsteinen sprechen. Hier sehen Sie es ganz in Kürze. Der Wertsteinanlageausschuss entscheidet sowohl über Allokation im Basisportfolio als auch über neue Zeitgeists und auch welche Zeitgeists wir herausnehmen wollen. Das will ich vielleicht nur an dieser Stelle dazu sagen. Ansonsten, wie sicher ist Ihr Geld bei Wertstein? Ganz wichtig noch einmal zu verstehen, den Punkt, den ich vorhin gemacht habe. Sie bleiben immer Eigentümer Ihres Vermögens, wenn Sie in einer Vermögensverwaltung anliegen. Wir bekommen eine Vollmacht, Ihr Wertpapierdepot für Sie zu managen. Das Wertpapierdepot, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, liegt bei der Baader Bank AG, eine private Bank, die zu den privaten Banken in Deutschland gehört und also auch zur Einlagensicherung des Bundesverbands der deutschen Banken. Nur das Ganze in Kürze. Was sind die Kosten einer Vermögensverwaltung bei Wertstein? 0,85% All-in-Fee, wie man so schön sagt, also eine Gebühr, die nicht nur die Vermögensverwaltungsgebühr ist, sondern Konto- und Depotführungsgebühren bei der Baader Bank in unserem Fall schon enthält und sogar alle Wertpapiertransaktionen, die Sie dann mit uns machen, beziehungsweise die wir für Sie ausführen. 0,85%. Die werden sogar zu 0,35% bei Anlagebeträgen über 100.000 Euro. Also insbesondere für Anlagen über 100.000 Euro sehr, sehr günstig. Jetzt zeige ich Ihnen mal das Resultat unserer Umfrage. Und 90% der Teilnehmer würden tatsächlich gerne in Wertpapiertechnologie investieren. Sie sind alle keine Fußballfans, ich sehe das schon. Oder Sie sagen, das Ganze ist so heiß, dass es alles schon übergeordnet ist. Zinswende, nur 11% der Teilnehmer. Stefan Risse. Ja, ich meine, wir haben einen Deutschen, der im All ist seit 2 Tagen, glaube ich. Das haben wir ja in allen Medien rauf und runter sehen können. Das beflügelt natürlich die Fantasie. Und es gab eine Frage, nämlich, ich sehe den Button hier, ob es eine Aufzeichnung des Webinars gibt, die man sich da nochmal anschauen kann. Wunderbar. Werden wir ihn verschicken. Weiß nicht, ob wir es morgen schaffen. Manchmal brauchen wir einen zweiten Tag dazu. Die Teilnehmer von Ihnen, die sich jetzt angemeldet haben beim Webinar, auch mit ihrer E-Mail-Adresse, bekommen alle einen Link auf dieses Video zugeschickt. Okay, dann können Sie es sich nochmal anschauen. So, da möchte ich Sie nochmal hinweisen darauf, insbesondere sollten Sie in München sein und wenn Sie nicht in München sind, am 20. Juni, es lohnt sich immer nach München zu fahren, nicht nur wegen der Biergärten, die im Juni ganz besonders schön zu besuchen sind, sondern ganz besonders, weil wir auch eine Kundenveranstaltung in der Bayerischen Börse machen, am Karolinenplatz am 20. Juni um 19 Uhr. Wenn Sie sich anmelden wollen,
event.wertstein.com ist die Adresse. Dort können Sie sich eintragen. Wir freuen uns darauf, wenn Sie mit uns persönlich sprechen wollen. Und wenn das Ganze Ihr Interesse geweckt hat, dann können Sie gerne auch mit mir oder dem Giles Keating ein persönliches Gespräch vereinbaren. Ich habe hier Ihnen auch die Links nochmal aufgeführt, www.wertstein.com Röscheisen, das ist mein Nachname wohl, und Giles Keating unter www.wertstein.com Keating. Oder Sie finden auf unserer Webseite auch diesen Button, wo Sie eine Online-Buchung für ein öffentliches Beratungsgespräch machen können. Also wir sind gerne persönlich für Sie da. Unter den beiden Links oben, wie gesagt, kommen Sie direkt in den Kalender von Giles Keating rein oder von mir. Und wir erläutern Ihnen gerne, wie die Wertstein-Vermögensverwaltung funktioniert. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Und dann kommen wir nochmal zum Abschluss. Und jetzt habe ich noch eine Abfrage für Sie, während ich Ihnen die Abschluss-Slide zeige. Nämlich, wie hat Ihnen heute unser heutiges Webinar gefallen? Geben Sie uns Schulnoten. Jetzt ist Ihre Chance dafür. Und ich fasse noch einmal zusammen. Warum Wertstein? Wir vereinen das Beste aus zwei Welten. Wir sind digital und digital heißt vor allem für Sie bequem, aber auch nicht. Und dennoch, obwohl wir digital sind, ist es keine Maschine, die Ihr Geld anlegt, sondern erfahrene Experten agieren für Sie. Und zwar Experten, die jahrzehntelange Erfahrung haben in der Vermögensanlage und eben auch größte Vermögen gemanagt haben in der Vergangenheit. Sie bekommen bei Wertstein eine professionelle Vermögensanlage, wie Sie sie eben nur bei einem professionellen Vermögensverwalter bekommen. Ein breit diversifiziertes Basisportfolio, aber eben auch die Möglichkeit, das Basisportfolio auszurichten nach Ihren persönlichen Vorstellungen mit unseren Themeninvestments, die wir zeitgleich nennen. Und dabei ist Ihr Portfolio täglich überwacht. Wir stellen immer sicher, dass das mit Ihrer Risikoneigung übereinstimmt. Und last but not least, niedrige Gebühren. Und warum sind niedrige Gebühren wichtig? Weil jeder Prozentpunkt, den Sie in Gebühren sparen, für Sie ein Prozentpunkt mehr in der Rendite ist. So will ich das einmal zusammenfassen. Und da bedanke ich mich bei Stefan Rissel. Noch ein Abschlusssatz von dir, Stefan. Die Zukunft ist nicht erst vor uns, sie hat bereits begonnen. Sie bedeutet möglicherweise Börsenstürme, auf kurze Sicht, längerfristig, aber auch hohe Profite mit dem Investment in zukunftsorientierte Industrien, in die man unter anderem bei Wertstein sehr, sehr gezielt investieren kann. Und ich freue mich auf viele Zuschauer in München. Vielen Dank, and Giles. Maybe a closing statement from you as well, and then we're ending today's webinar. Yeah, look, many thanks to everybody. I know we're a couple of minutes over, sorry about that, but... really, we're here to help you. And any questions, just get in touch. Yeah, I have one word to Giles directly. So soccer championship is starting, and we say here in Germany, so the game is 90 minutes long, and in the end, Germany wins. We'll see. Wunderbar. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal die Umfrageergebnisse. Sehr gut und befriedigend. Ein bisschen mehr, aber befriedigend. Also wir können noch besser sein. Auch dann gerne nochmal die Aufforderung an Sie. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, was wir heute hätten besser machen können. Vielleicht hätten wir nicht überziehen sollen, 5 Minuten. Und ansonsten, wenn es inhaltliche Tipps gibt, geben Sie uns gerne mit. Entschuldigen uns nochmal für den schlechten Sound, insbesondere von Giles. Warum war Giles draußen, weil wir 20 Minuten vor dem Webinar festgestellt haben, das Wort, wo er eigentlich mit Ihnen sprechen wollte, dass Wi-Fi so schlecht war. Und dann hat er einen guten Wi-Fi-Spot gefunden, aber der war nun mal draußen und ein bisschen windig, aber dafür haben wir pittoreske Szenerie bekommen. Vielen Dank, Giles Keating, vielen Dank, Stefan Risse, und vielen Dank vor allem an Sie alle, dass Sie heute bei uns waren. Schönen Abend.